So, willkommen zurück zu. Ja, Let's Play Dragon Ball Advanced Adventures. Kurz überlegen, wie heißt das Spiel überhaupt? Keine Ahnung. Nein. Letztes Mal haben wir die Dragon Balls gesammelt. Können deshalb jetzt andere Charaktere spielen, wie man vielleicht gerade ein bisschen sieht. So, vielleicht am Beispiel. Wir spielen gerade Oolong, wem es nicht aufgefallen ist. Ja. Und, geht natürlich auch nur im Extra-Modus, klar, ne? Und ja, ich denke, wir machen jetzt einfach mal dieses Kapitel hier mit Oolong. Allgemein, für dieses Level Trainingsinsel sind die fliegenden Charaktere die besten und geht am schnellsten. Schneller würde wahrscheinlich noch Tenshin angehen, weil der schneller fliegt. Aber wir nehmen jetzt einfach mal Oolong, weil der kann dabei auch angreifen. Und ich muss ja zwangsweise einigermaßen in Bodennähe bleiben, damit ich alle Türen sehe, weil ich weiß nicht auswendig, wo die sind. Wir könnten natürlich die ganze Zeit einfach hier so durchfliegen, dann würde man durchs gesamte Level kommen. Ohne auch nur einen Gegner zu sehen wahrscheinlich, aber halt auch ohne die Türen zu bemerken. Hat also alles Vor- und Nachteile. Gut, diese Gegner würde ich dann auch sehen, weil ich sie halt besiegen muss. Müsste vielleicht auch nochmal zurück ins erste Level, weil dort. Wieso steht. Ah, die ist, glaube ich, erst auf dem Rückweg offen, genau. Im ersten Level war, glaube ich, noch so eine Charakterkarte, die ich nicht mitnehmen konnte. Und eine fehlt mir auf jeden Fall noch, nämlich die im Schloss, die ich mir nicht holen konnte, weil ich dafür bereits einen fliegenden Charakter brauche. Den ich halt noch nicht hatte. Logischerweise. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mit denen überhaupt hole, weil ich will die eh nicht alle sammeln und naja. Nochmal das Schloss. Wir waren bereits mindestens viermal im. Ne, fünfmal im Schloss, ne? Ich glaube, fünfmal waren wir da. Das muss ich mir jetzt doch nicht antun, das nochmal zu machen. Das kennen wir doch alles schon. Oh, ein Leben. So. Item suche ich. Kann gerade mal eigentlich gucken, wie viel fehlt noch. Dafür noch drei Sachen und dafür noch drei Sachen. Sechs Items noch. Eins weiß ich noch auswendig, wo ich es finde. Naja, und eins wird vermutlich hinter der Tür sein, die wir jetzt hier noch in diesem Level finden. Gut, fehlen also vier, von denen ich keinen Schimmer habe, wo sie sind. Das wird lustig. Oh, okay. Eins weniger. Ein Stock. Schon wieder. Wir hatten schon mal einen Stock. Gut, aber zwei Level haben wir ja noch. Also dieses hier und noch eins. Die ich auf jeden Fall noch machen muss. Und naja. Ist natürlich die Frage. Hoppala. Ein bisschen Heilung wäre nett. Ah, ja. Milk. Okay, wir haben eine Flasche Milch gefunden. Das ist schön. Trotzdem fände ich ein bisschen Heilung eigentlich so voll nice vom Spiel aus. Einfach so, weil mein Leben sagt sich gerade, nö. Ich gehe. Ich habe keine Lust mehr. Fliegen wir mal über den Rest des Levels drüber, so ein bisschen. Ah, okay. Ich glaube, hier im letzten Abschnitt ist nichts mehr. Halten wir uns mal ein bisschen weiter oben. Ah, Bombenangriff. So, die Tür ist alles zu. Das war's, danach kam nichts mehr, oder? War da noch was? Nee, da sowieso nicht. Da. Oh, Hähnchen. Da war ja die Heilung, die ich wollte. Oh! Das sehe ich gerne. Die Karte fehlte ja noch. Jetzt kommt nichts mehr, ne? Ja. Ah, okay. Kampf gegen Krillin, wo wir jetzt erstmal sagen, wir cheaten ein bisschen. Wir machen nämlich so. Erstmal. Ah, noch so eine Karte. Bei solchen Bosskämpfen muss man jetzt tatsächlich eigentlich. Also, immer wenn jetzt hier wo Bosskampf ist oder so, muss man jetzt, glaube ich, eigentlich einen fliegenden Charakter nehmen und sich mal ein kleines bisschen umgucken für den Fall, dass da noch irgendwo so eine blöde Karte versteckt ist, wenn man die da alle sammeln will. Was ich nicht vorhabe, aber wenn ich gerade da bin, gucke ich mich doch ein bisschen um. Ich glaube, ich weiß noch bei einer einzigen Karte, wo sie versteckt ist und, naja, da kommen wir zwangsweise lang. Was einfach mal daran liegt, dass ich das ja auf jeden Fall zeigen möchte. Das ist nämlich in einem Minispiel. Man glaubt es aber nicht, aber ja, eine Karte, also auf jeden Fall eine. Ich bin jetzt nicht sicher, ob da noch welche sind, aber eine ist in einem Minispiel versteckt. Falls meine Erinnerungen stimmen, aber ich meine irgendwie, das war so.
Völlig egal, wie sehr mein Gedächtnis einem Sieb gleicht, sobald es um Videospiele geht, habe ich ein fotografisches Gedächtnis. Zumindest ein bisschen. So ganz kleines bisschen. Na gut, aber ich glaube, das gilt so ungefähr für jeden. Wenn man ein Spiel 10-mal gespielt hat, weiß man sowieso, was man da tut. Und es gibt wenige, aber es gibt Spiele, die habe ich viel zu oft gespielt. Hallo? Ah, okay. Fledermaus fliegt. So, dich mache ich jetzt nicht. Dann machen wir einfach mal direkt die Ebene und hoffen, dass wir jetzt hier die letzten Items kriegen. Weil ansonsten habe ich irgendwas vergessen und weiß nicht wo. Und dieses gesamte Let's Play über... Komm. Musste ich bisher nichts im Internet nachgucken. Gut, was sollte ich auch groß nachgucken, weil bis zum Item-Sammeln gibt es nichts, was man ja irgendwie wissen muss, außer folge dem Spiel. Da kann man ja eigentlich nichts falsch machen, ne? Und, naja. Ich finde es eigentlich so ganz nice, wenn wir jetzt auch alle Items finden, ohne dass ich irgendwas nachgucken muss. Es kann natürlich sein, dass ich auch hier zweimal rein muss in dieses Level. Ups. Das wollte ich nicht. Ein Leben. Nehmen wir mal den Weg, da ich wie immer nicht weiß, wo ich bin, wo ich lang muss. Ah, das ist richtig. Denn hier unten irgendwo... Ah, ich wusste es doch. Ich wusste, dass irgendwo da unten ein Item ist. Das habe ich auch nur gefunden, weil ich zufällig mal runtergefallen bin. Und ich dachte mir, oh, da ist ja Boden. Das wusste ich nicht. So, hier war schon mal ein Item. Jetzt ist die Frage, ist da ein neues? Oder... Ja, tatsächlich. Wo ist denn das? Eine Kristallkugel? Ein Kristall. Ja, gut. Zwei Items fehlen noch. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass die nicht in diesem Level sind. Ich kann mich natürlich täuschen, aber ich glaube es irgendwie nicht. Ich wusste doch, dass es so eine Kugel runterkommt. Gut. Was haben wir denn hier? Ah. Ups. Ah, ich kann es nicht merken. Ah, die Tür. Die Tür. Sie ist mir im Weg. Da ist nix. Oh, verdammt. Ich weiß echt nicht. Zwei Items fehlen noch, aber noch zwei Items in diesem einen Level? Glaube ich gar nicht mal. Das Level geht zwar noch eine ganze Weile, aber trotzdem. Noch zwei Items? Das wäre ein bisschen sehr viel, oder nicht? Das wäre ein wenig ärgerlich, weil ich dann nicht weiß, wo ich nach diesen letzten Items suchen soll. Aber positiv. Im Zweifelsfall gibt es das Internet. Um es nachzugucken. Und naja, auch so. Mir würden spontan nur zwei Level einfallen, wo wir etwas übersehen haben könnten. Das wären zum einen Pilafs Schloss, einfach weil groß. Groß, sogar noch zwei Wege, die man da durchnehmen kann. Da kann einfach nur irgendwas versteckt sein, was ich gesehen habe. Zum anderen die Unterwasserhöhle, weil da bin ich, glaube ich, zwei Gänge gar nicht abgegangen. Es kann natürlich sein, dass jetzt in diesen Gängen irgendwie ein Item noch war. Die Hoffnung lege natürlich da, dass wir nichts übersehen haben und dass ich jetzt einfach hier noch gleich zwei Items irgendwo kriege. Aber, naja, diese Wahrscheinlichkeit ist nicht unbedingt gegeben, weil dann wären hier wie viele Items jetzt versteckt gewesen in diesem Level? Eine Menge. Das ist auch ein recht großes Level. Ich meine, wir sind jetzt hier bei einem Boss und es kommt noch ein Boss. Also im Grunde haben wir jetzt hier gleich erstmal die Hälfte nur durch und ich bin bald tot. Was ja auch schon mal ein schöner Schnitt ist, ne? Hälfte des Levels, fast kein Leben mehr. Ist doch genauso, wie es sein soll. Gut. Gut. Das war's. Weiter geht's. Und ich wäre wieder mal so für Heilung. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Wenn ich wenig Leben habe, denke ich mir immer so, ja,
Bisschen Heilung wäre geil. Weiß auch nicht, woran das liegt. Ups, die kommen hoch. Gott, ich könnte einfach einen anderen Charakter nehmen, irgendwie mal. Ich könnte ja mal wieder nachgucken, welche wir jetzt alle haben. Ups. Huch, da wollte ich gar nicht rein. Aber warum nicht? Ich glaube, hier gibt es Heilung. Hamburger. So, mal gucken, was haben wir jetzt hier zum Beispiel noch? Wir haben... Kurz noch durch den Zug. Dich hatten wir. Dich habe ich noch nicht gezeigt. Genau, du kannst jetzt nämlich zum Beispiel das hier machen. Hm? Okay, kannst du nicht. Dich haben wir noch nicht, aber dich mag ich auch nicht. Du bist ein Scheißcharakter. Den haben wir jetzt zum Beispiel neu. Der ist irgendwie lustig. Naja. Das ist ein netter Charakter, weil damit können wir auf Stufe 1 das machen. Auf Stufe 2 das machen. Man muss übrigens sagen, der braucht ewig, um so ein Kamehameha aufzuladen. Stufe 3 ist das. Und Stufe 4, das macht man gar nicht, weil das dauert viel zu lange. Auf L könnten wir Shotgun machen, aber dafür verschwenden wir wieder da unten unsere Energie. Das will ich nicht. Schüsse. Noch mehr Schüsse. Große Schüsse und Raketen. Okay. Ja, kennen wir alles. Die Schweine sind irgendwie lustig. Ah, die können überhaupt nichts auf R machen. Die haben nur ein Schwert. Okay, das sind wohl die nutzlosesten von allen. Klack, klack. Auf L würden wir, glaube ich, wieder Granaten werfen. Das mache ich jetzt nicht. Die Wölfe können wir spielen. Die sind auch lustig. Ja, gut. Ich nehme wieder den, mit dem kann man ganz gut hier durchkommen. Huch. Wenn ich dann zumindest aufpassen mit den Türen, was ich derzeit... Oh, nicht tue. Wobei mir fällt spontan schon eine Karte ein, die haben wir eingesammelt und die können wir wieder nicht spielen. Oder muss man irgendwie die Level, in denen diese Charaktere vorkommen, im... Nee, das macht keinen Sinn. Ach, was soll's. Ich denke jetzt nicht drüber nach, was man tun muss, um jeweilige Charaktere zu spielen, denn das ist mir eigentlich relativ egal. Eine Handvoll Charaktere, die mir schon Spaß machen, die können wir jetzt spielen und das reicht mir dann. Ja. Wollte schon fragen, wie lange dauert das denn noch, bis der mal stirbt. Und ich wäre immer noch der Meinung, so ein bisschen Leben wäre toll. Ach, danke. So, das war die erste Tür, nicht wahr? Genau. Das war die zweite Tür. Oh, okay. Da gab es mal ein Item. Was war das denn für eine Tür? Ah, schlau. Das habe ich schon mal ausprobiert, ne? Komme gerade bekannt vor die Situation. Der Hamburger ist natürlich weg. Oh, der Kampf gegen Krillin wird kritisch. Ich darf mich nämlich jetzt im Grunde nicht treffen lassen. Das könnte schwierig werden. Ja, gut. Ja, wobei, wenn das so bleibt, dann geht das. Ist hier oben eigentlich noch irgendwas? Nö. Man muss eigentlich aufpassen, dass man vielleicht doch ein bisschen unten bleibt. Bei solchen Kämpfen hier, weil... Ja, genau das. Die können ja springen und die können auch hochspringen, die Gegner. Zumindest teilweise. Und das möchte man dann in der Regel nicht so. Weil dann kommt die plötzlich aus dem Nichts, treffen ein und man denkt sich nur, verdammt. Jetzt bin ich tot. Gut, das denkt man sich vermutlich jetzt nicht mehr so unbedingt, aber... Das Schema ist, glaube ich, verständlich. Leben. Also, irgendwie macht das gar nicht mal so viel Schaden. Krillin, sie sein, du triffst nicht. Mit deinem Kamehameha, weil ich mich immer in dem Moment einfach hinter dich stellen kann. Sagt er und wurde fast getroffen. Und weg. Gut. Ja.
Leben einsacken und das war's. Jetzt müssten wir in der Theorie alle Items haben. In der Praxis sieht das nicht so aus. Zwei Items fehlen und ich weiß nicht, wo die sind. Kein Schimmer. Die sind ja auch nicht irgendwie geordnet. Also sind hier vielleicht in dem Inventar angeordnet, aber... Man kann ja nicht irgendwie schließen, welches Item wo fehlt. Ich weiß auch nicht, welche Items das sind. Was hier fehlt, vermutlich eine Waffe, weil hier... Muten Roshis Stab, eine Knarre, noch ein Stab. Auch der von Karin. Speer, zwei Katanas. Vermutlich fehlt hier eine Waffe. Und hier... Keine Ahnung, hier könnte alles Mögliche fehlen. Aber ich weiß nicht, wo ich nach diesen Items suchen muss. Vielleicht muss ich das mal nachgucken. Wenn ich keine Ideen habe, was aktuell der Fall ist. Überlegen, wo könnte ich was übersehen haben? In welchem Level? Ja, Schloss und Unterwasserhöhle. Gerade die Unterwasserhöhle, denke ich, weil Schloss war ich, wie gesagt, fünfmal. Da jetzt was zu übersehen, ist dann doch irgendwo schon ein bisschen eine Kunst. In der Höhle könnte gut noch was sein. Auf gut Glück die Höhle nochmal machen. Ach komm, muss sein. Ich mache es jetzt auf gut Glück nochmal und hoffe, dass ich was finde. Für den Fall, dass ich nichts finde, ist das einerseits gut, weil dann kann ich mir relativ sicher sein. Komm, komm. So. Kann ich mir einerseits sicher sein, dass ich hier wohl ziemlich sicher alles habe. Allerdings muss ich mich andererseits dann darüber ärgern, dass ich nicht weiß, wo ich weitersuchen soll. Ich gehe jetzt auch mal alle Gänge einfach ab. Auch wenn ich mir sicher bin, dass hier zum Beispiel nichts ist. Aber nur weil ich mir sicher bin, heißt das noch lange nichts. So. Was ist das für ein Gang hier? Da oben ist ein Leben. Okay, da muss ich nie lang. Ja. Aber das ist zum Beispiel ein Gang, den wir noch nicht erforscht haben, ne? Ich erinnere mich gerade an diesen Gang. Kann sein, dass da oben irgendwo... Irgendwo noch so ein... Nee. Was ist denn hier? Aha. Scheinbar ist hier auch nichts. Gut. Und wir landen auch automatisch in dem zweiten Gang, den ich nicht erkundet habe. Glaube ich zumindest. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Tja, Verwirrung ist groß. Ah! Hier waren wir zum Beispiel... na toll. Hey, können wir den jetzt spielen? Der war, glaube ich, lustig. Ja, der ist lustig. Flammenwerfer. Kugeln. Kugeln. Flammenwerfer. Auf L zahlt der Schwanz und das Schwert. Viel kann er nicht. Der ist irgendwie lustig, weil wenn er springt, macht er automatisch Schaden, nur er bewegt sich sehr langsam und sehr kacke. Aber allein das Springen dient hier als Angriff. Das ist eigentlich ganz nice. Ist für dieses Level jetzt echt super optimal mit dem, aber es kann ganz schon viel Spaß machen, mit dem zu spielen. Oh, du. Ah, genau. Der ist irgendwie unpraktisch so als Charakter, finde ich, weil... also man muss echt aufpassen, wenn man ihn spielt, weil, naja, man sieht ihn nicht, wenn er sich bewegt. Was einfach mal zu ein paar Problemen führen kann. Wenn man ihn halt steuern will, weil, naja,
dass man teilweise selbst nicht weiß, wo man steht. Aber ich denke, man kann auch nicht angegriffen werden. Das ist natürlich geil. Oh, die können wir jetzt auch spielen. Oh, die fallen ja runter wie ein Stein. Gut, fliegende Ka... Danke. Okay, die gute Nachricht ist, wir haben wieder einen neuen Charakter gefunden. Die schlechte Nachricht, ich weiß immer noch nicht, wo die Items sind. Lass mich raten, sie sind nicht in diesem Level. Da oben ist, glaube ich, nur ein Leben. Naja. Ein paar Gegner sind hier. Fledermäuse. Ich mach's mal folgendermaßen. Der Part ist jetzt auch vorbei, deshalb ich gucke einfach mal kurz im Internet nach und dann beim nächsten Mal weiß ich zumindest, wo die Items sind, die letzten beiden. Bis dann. Ciao.